Überraschung und... Einverstanden. Ich habe alles Nötige, um in den Bergwerksstollen vorzudringen, bis ich das Hopi-Dorf finde. Gehen wir hinein. Glück auf für alle und besonders für mich. Na dann, viel Spaß. Was soll ich sagen? Den Verlust von Gina zu überwinden, war unendlich schwer. Nur eines gab mir Halt. Der feste Entschluss, das ganze Geheimnis um das Kruzifix aufzudecken, das sich als Schlüssel zu allem entpuppt hatte. Es machte mir nicht viel aus, das alte Bergwerk zu durchqueren. Ich habe schon immer gern Höhlen erforscht. Ich hatte nur nicht mit der unangenehmen Überraschung gerechnet, die in den Gängen auf mich wartete. Ha! Dort sehe ich Licht! Obwohl, laut Plan ist das nicht der Ausgang zum Hopi-Dorf. Na gut. Für alle Fälle werfe ich mal einen Blick darauf. Vielleicht kann ich von hier aus zum Dorf gelangen. Außerdem habe ich es satt, diese lästige Stirnleuchte zu tragen. Bah! Endlich! Die hat ganz schön gestört. Was ist das? Nein, nicht die. Ich hasse diese ekelhaften Viecher. Oh nein! Fledermäuse! Nein! Weg, weg, weg! Ich glaube, dort unten liegt das Hopi-Dorf. Endlich habe ich es gefunden. Allerdings wird es nicht einfach sein, herunterzuklettern. Der Berg ist sehr steil. Und ein Sturz wäre tödlich. Na gut, war jetzt erstaunlich kurz, dieses Intro. Oder die Zwischensequenz. Ja, Höhlenforscher, das, ich habe da... auch direkt mal dran gedacht. Oh, ein Holzbalken. Ein Wink mit einem Zaunpfahl. Ein breiter Holzbalken. Mit denen hat man die Stollen des Bergwerks befestigt. Nehme ich mit. In Ordnung. Das Holz ist in recht gutem Zustand. Es kann mir vielleicht von Nutzen sein. Schon wieder die Hälfte hier weg. So kann ich das Seil vielleicht hier irgendwo festmachen. Davon halte ich nichts. An dem Skelett? Warum sollte ich das tun? Es hält bestimmt gut. Als ich aus dem Bergwerk herauslief, habe ich es gar nicht bemerkt. Bestimmt einer der Bergarbeiter von James Douglas. Die Hopi müssen ihn getötet haben. Nein, ich möchte es nicht berühren. Am Ende zerfällt noch das ganze Gerippe. Und? Zweifellos ein Werk der Hopi-Indianer. Nicht nötig. Ich sehe schon auf den ersten Blick, dass es keine Malereien sind, sondern Gravuren. Also nicht abwischen, okay. Nichts hasse ich so sehr wie diese verdammten Fledermäuse. Ah, da haben wir noch ein Metallobjekt. Er lag versteckt unter dem Holzbalken. Das muss der Pickel eines Bergarbeiters gewesen sein. Ihm fehlt der Griff. Einverstanden. Wenn ich einen Griff daran befestige, könnte er mir nützlich sein. So, was haben wir denn sonst noch hier? Stein. Er liegt genau am Rand des Abgrunds. Da können wir bestimmt das Seil dran machen. Ja. Wenn ich das Seil daran festbinde, könnte ich bis zum Hopi-Dorf hinunterklettern. Aber der Felsen scheint mir nicht sehr vertrauenserweckend. Ich glaube nicht, dass er mein Gewicht hält. Ja, genau, das war's ja bei Batman ja auch anfangs. Davon halte ich nichts. Und das vielleicht irgendwo hier festpickeln? Ich bin davon überzeugt, dass das Hopi-Dorf am Fuß des Abgrunds liegt. Können wir vielleicht eigentlich mal... Moment mal, vielleicht... Das hätte wenig Sinn.
Aus dem Skelett sind viele Knochen herausgefallen. Kein Wunder. Es muss mehr als 100 Jahre dort liegen. Na komm, nehmen wir einen Knochen mit. Die Idee gefällt mir nicht. Es kommt mir wie Grabschändung vor, aber es geht nicht anders. Ein Knochen könnte genau das sein, was mir noch fehlt. Am Oberschenkelknochen ist ein kleines Stück abgebrochen. Ich glaube, er wird sehr gut zu gebrauchen sein. So, können wir das jetzt irgendwie kombinieren? Ja, der Oberschenkelknochen ergebe einen hervorragenden Griff. Großartig! Ich habe meine Berufung gefunden. Cool, wir haben einen Behelfspiegel. Schade. Er scheint mir nicht sicher genug, um das Seil daran zu befestigen. Das kann natürlich auch sein, genau. Mama Dorita ist in Wirklichkeit Gina. Vielleicht können wir den Stein ja weghebeln. Das halte ich für keine gute Idee. Das hätte wenig Sinn. Sonst noch irgendwas? Er ist viel zu schwer für mich. Gut, mitnehmen ist auch nicht. Vielleicht mit dem Holzbalken? Das bringt nichts. Tja. Was haben wir denn hier sonst noch? Gerippe. Bergwerks. Ah, Nagel. Der Nagel ist schlecht eingeschlagen. Aus dem Holz ragt ein Stück hervor. Ah, den können wir jetzt aber doch mal hier rausziehen, oder? Davon halte ich nichts. Prima. Damit bekomme ich den Nagel heraus. Er ist ziemlich lang. Der kann mir noch nützlich sein. So, können wir das vielleicht jetzt mal... Das hätte wenig Sinn. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir den Nagel ja an den Stein hier dran bauen. Das hätte wenig Sinn. Nö, Abgrund. In Ordnung. Ich schlage ihn da ein, wo der Boden am stabilsten ist. So wird er mein Gewicht halten. Hoffe ich. Fertig. Ich glaube, er wird halten. Zweimal draufhauen wird das auf jeden Fall bringen. Dann wollen wir mal. Ich muss das Seil gut am Nagel befestigen. Fertig. Und jetzt seilen wir uns ab. Auf geht's. Im Ferienlager habe ich es auch immer geschafft. Gina? Brian! Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie bist du hierher gekommen? Das war so. Als ich in den Schacht fiel, stieß ich mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich aufwachte. Als ich zu mir kam, war es stockdunkel. Und als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass mein Bein verletzt war. Ich tastete mich stundenlang durch die dunklen Stollen hindurch. Ich kroch immer weiter und versuchte, den Ausgang zu finden. Als ich fast zusammengebrochen war, kam ich endlich zu einem helleren Stollen. Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht. Und ich habe mich mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt. Aus dem Stollen herauskam, sah ich als erstes diese riesige Statue dort. Da habe ich mich zu Tode erschrocken.
aber ich beruhigte mich wieder und durchquerte diese merkwürdigen Ruinen, bis ich hier ankam. Es war furchtbar, feststellen zu müssen, dass ich inmitten eines steinigen Canyons war und mit dem verletzten Bein niemals rauskommen würde. Ich habe wahrhaftig gedacht, das ist das Ende. Und genau in diesem Moment erscheinst du plötzlich. Oh, Brian, ich habe mich noch nie so gefreut, jemanden zu sehen. Verrat mir, wie du mich gefunden hast. Naja, um ehrlich zu sein, war es ein Zufall. Nachdem du in das verdammte Loch gefallen bist, dachte ich, du seist tot. Aber ich schwor, das Rätsel um das Kruzifix zu lösen. Das hat mich hierher geführt. Dies sind die Ruinen eines Hopi-Dorfes. Und auf der anderen Seite des Canyons müsste ihr Heiligtum liegen. Das Kruzifix hat sich buchstäblich als Schlüssel zum Ganzen entpuppt. Das ist ja unglaublich. Wie hast du das alles erfahren? Ich erzähle dir alles später. Das Wichtigste ist jetzt, dich zu einem Arzt zu bringen. Nein, nein, warte! Es hat dich viel zu viel Mühe gekostet, hierher zu kommen. Du darfst jetzt nicht umkehren, ohne das Rätsel um das Kruzifix gelöst zu haben. Ich halte es hier noch eine Weile aus. Kümmere dich nicht um mich. Geh zum Heiligtum, bitte. Aber du brauchst ärztliche Hilfe. Das ist das Dringende. Nein, Brian, nein. Ich schulde es meinem Vater. Tu es bitte für mich. Na schön. Wie du willst. Ruh dich jetzt aus. Auf keinen Fall irgendwelche Anstrengungen. Spar lieber deine Kräfte für den Rückweg. Ja, Brian. Kümmere dich nicht um mich. Ginas Bein gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen, aber ich fürchte, es ist gebrochen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihr Bein zu schienen. Sonst kann ich sie nicht mitnehmen. Gut. Ich denke, ich finde besser zuerst diese mysteriöse Hopi-Gruft. Danach kann ich mich dann um Ginas Bein kümmern. Na gut, dann versuchen wir das mal. Ja, genau. Tragt durch jede Wüste. Gab's doch ein Lied von Illegal dazu. Sie ist riesig. Sie ist aus Stein, keine Frage. Toll. Was haben wir sonst noch hier? Eine Leiter. Sie führt in die Tiefe. Gut. Sie wurde genau am Eingang der Grotte aufgestellt, als eine Art Wächter, der das Dorf beschützen sollte. Kann natürlich gut sein. Gut. Nein, ich traue den Sprossen nicht. Schade. Richtung Höhle, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja. Gut. Sehen wir uns mal um. Ich muss mich orientieren. Ich wette, das Heiligtum liegt in der Klippe dort gegenüber. Puh. Der Weg ist aber anstrengend. Ich hasse diese Hängebrücken. Ist ja gut. Ich werde jetzt nicht kneifen. Gehen wir. Rat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 . Oh. Aha. Das muss der Eingang zum Heiligtum sein. Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Art Tür sein. Ja, gut. Er stellt mit Sicherheit eine Hopi-Gottheit dar. Nein. Auf diese Weise werde ich den Eingang zum Heiligtum nie öffnen. Können wir dann vielleicht hier mal den Stock reinstecken? Warum sollte ich das tun? Warum nicht? Warum sollte ich das tun? Das wäre unklug. Gut, kaputt hauen ist auch nicht. Der Mund ist keine einfache Kerbe, sondern eine Öffnung. Sieh meine an. Ich glaube, dann können wir hier aber erstmal nichts machen, oder? Strauch? Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Ja, ich denke auch, dass ich die Planke dann zum Schienen nutze. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber Moment, wir haben doch einen Schlüssel da. Warum sollte ich das tun? Ich glaube, dann können wir hier nicht allzu viel machen.
Dann gehe ich mal wieder zurück und guck mal, ob wir vielleicht hier hinten bei dem hier bei der Höhle noch was finden. Ah. Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Wahrscheinlich. Es muss eine Art Hopi-Symbol sein. Obwohl es die Form eines Kreuzes hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas mit den Kirchenkreuzen zu tun hat. Nein. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen Mechanismus. Nein. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen Mechanismus. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich will nicht respektlos mit den religiösen Symbolen anderer Kulturen umgehen. Ach, religiöse Symbole. Pff. Das ist eine indianische Streitaxt, ein Tomahawk. Ja, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Genau. Nanu? Das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Interessant. Jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht sehe, läuft es mir kalt über den Rücken. Moment mal, Pfeife, Mund, das könnte ja rein theoretisch. Vielleicht reicht es, wenn wir das dann in die hier unten reinpünern. So, komm mal her. Warum sollte ich das Schade. tun? Das wäre unklug. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo rumlaufen können. Ah, wir haben tatsächlich einen Häusereingang. Da können wir in die Häuser hier rein. Ah, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Indiana Jones. Wir den richtigen Weg finden. Noch sieht es ja ganz gut aus. Okay. Zum Glück war es lang genug, um daran herunterzuklettern. Können wir es jetzt nehmen? Aber wir können wieder hochklettern. Nein, ich möchte nicht nochmal daran hochklettern. Außerdem würde ich mit Gina da nie heraufkommen. Ah, wo wir vom Schienen noch mal reden, können wir damit vielleicht. Ja, von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Also los, ich versuche es so lang wie möglich abzuschneiden. Geschafft! Das könnte funktionieren. War jetzt einfach als die Aktion bei Indiana Jones Das hebe ich doch damals. gleich auf. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. Gut, dann probieren wir das einfach mal. Es ist viel zu lang, um ihr Bein zu schienen. Hacken wir ein Stück ab. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Ha! Ich hätte doch Arzt werden sollen. Genau. Ja, mit den Holzbrettern und dem Seil kann ich ihr Bein schienen. Ich glaube, das tue ich am besten kurz vor unserem Aufbruch. Aber vorher muss ich in das Heiligtum gelangen und herausfinden, was um alles in der Welt dort versteckt ist. Aha. Gut, jetzt haben wir das halt fertig. Tja. Haben wir denn irgendwas? Ah, stimmt, der hat ja gesagt, das ist ein Schlüssel. Ja, genau, das muss es sein.
So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Stimmt, der Hopi-Indianer hat ja gesagt, das wäre ein Schlüssel. Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. Ja, einfach ist ja hier ein bisschen... Können wir da vielleicht den Sand rauspulen? Nein. Damit kriege ich die Öffnung nicht frei. Ein Tomahawk vielleicht? Nein. Damit kriege ich die Öffnung nicht frei. Vielleicht mit dem Autoschlüssel? Nein. Damit kriege ich die Öffnung nicht frei. Wir können vielleicht mit dem Tomahawk hier irgendwas abschlagen. Das halte ich für keine gute Idee. Kreis einen Zweig vom Strauch. Gut, dann halt so. Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. An diesem Zweig hängen einige Schoten. Tja. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Fertig. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Es ist natürlich immer irgendwas, was noch zu tun ist. Ja gut, das könnte ich dann nachher machen, da hast du recht. Das hätte wenig Sinn. Gut, jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Oh. Genial, der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei, endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Okay, dann können wir jetzt hier mal rein. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Na, wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Wupuhin, der letzte Hopi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Irre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wupuchin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wupuchin. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wupuchim getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Ja, genau, die hat Infrarotsensoren.
denke auch, dass da Mama Dorita mittlerweile was bringt. Nur, dass wir da was machen können. Dann schieben wir doch erstmal die Frau Gina. Mensch. Ich habe mehr Angst als zuvor. Welchem Dämon gehört der Finger wohl? Ach, passt schon. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal. Gina, halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen.